Hey ho und ich begrüße euch für eine neue Map-Vorstellung von mir für euch, und zwar von den neuesten DLC von Call of Duty Black Ops 2. Und naja, ich muss mal sagen, die Karte gefällt mir vom optischen her bis jetzt am besten, aber wir haben noch eine offen. Es ist die vorletzte, die ich sozusagen jetzt mir anschaue und nebenbei aufnehme für euch. Und naja, ich sage mal, wir springen erstmal hier hoch, aber es klappt leider nicht. Wir gehen heute mal rechts nach links. Und okay, wir gehen hier mal lieber nicht runter. Ja, mit dem Baum hier, und sieht mir aus so leicht wie eine Forschungsstation oder so. Mit sehr viel Zement, würde ich mal behaupten, was das hier ist. Oh mein Gott, hier sind natürlich wieder solche großen, gefährlichen Ecken, wo du leicht abstürzen kannst und dir mal so einen scheiß Ficker-Tod stirbst hier. Und wenn, dann chillst du hier einfach mal ganz krass hier auf der Couch, zwischen dem Müll und weiß ich nicht was für ein Gefiehzeugs oder so. Und naja, so, was haben wir denn hier drin, ja? Oh, guckt euch dieses stylische Bett an. Das soll über Tisch sein oder so. Und ja, die Wodkaflasche darf nicht fehlen, aber wenigstens eine gewisse Allgemeinbildung ist auch da. Hier haben sie ein paar Lumpen im Gang. Und hier wollte ich jetzt sagen, das ist eine Karte, aber ihr tut ja nur der Putz abbröckeln, meine Fresse. Oh, hier haben sie wohl geshoppt, ja, okay. Ist mal voll krass beim Nachbarn im Müll geklaut und das Shopping nennen. So, ob man hier auch in so ein Ding reinkommt hier, das wäre natürlich nice. Sieht natürlich interessant aus. Es gibt ja irgendwie eine Treppe. Hier. Da kommen wir nicht hoch. So eine Kacke. Das wäre natürlich auch nice gewesen, wenn man da hochgekommen wäre. Hier kann man natürlich gleich mal Selbstmord begehen. Deswegen haben sie auch die Barrikaden durchgerissen. Sind wahrscheinlich schon ein paar Wahnsinnige runtergesprungen. Sternchen. Okay. Auch krass. Auf jeden Fall denke ich mal, hier wird das Spawn sein. Der zweite Spawn sozusagen. Hier haben wir Lautsprecher. Du wirst hier gespawnt, da wirst du erstmal angefurzt hier von der Seite. Da denkst du dir auch, was hat denn der für ein Problem, würde ich mal so behaupten. Ob man hier irgendwie reinkommt, da bin ich mal noch gespannt. Das lasse ich mir mal noch offen. Ich gehe erstmal an den Rändern sozusagen lang. Hier ist natürlich wieder eine offene Fläche, wo du aufpassen musst, ob hier oben einer runterkommt. Dann rumsprayt und macht, und hier kommst du zum Glück nicht hoch. Was ist hier mit der? Ja, aber so kommst du nicht höher. Gott sei Dank, da wäre wieder eine böse Camper-Ecke gewesen. Also sag mal, wenn du dich hierher gammelst. Okay, okay. Hier ist vielleicht ins. Nee, okay, klappt nicht, Gott sei Dank. Hauptsache, es gibt immer nicht solche Camper-Ecken, aber die ist schon wieder gefährlich. Hier kannst du dort nicht rumsprayen. Und naja. So, was haben wir denn hier für einen großen Baum? Ein Mammutbaum oder keine Ahnung. So, oh, hier ist auch wieder so eine Ecke. Gefährlich, gefährlich. Oh, was ist das? Ach so, okay. Bambus gibt's hier, okay. Aber kommt nicht weiter oder hoch. Oh ja, hast du keinen großen Schutz, falls jetzt mal irgendwie so ein Luftangriff irgendwas kommt. Da bist du hier drinnen, denke ich mal schon, ja, auch nicht so gut aufgehoben. Das Holz knarscht ganz schön, da musst du ja Angst haben, dass du noch irgendwie einbrichst oder so, wenn da mehrere rüberlaufen. So, jetzt sind wir bei mir wieder am Spawn. Okay, da laufen wir jetzt hier unten weiter. Und gucken mal hier. Okay, funktioniert auch nicht, Gott sei Dank. So, hier wollte ich natürlich noch reingucken, aber ich gehe erstmal hier rein. Oh mein Gott, ein Kühlschrank. Ein wenig älter als der stylische von. Ich weiß nicht mehr, wie die Karte hieß. Es tut mir leid. Frost war es, genau. Frost. So, gleich wieder hier ins Klo rein und erstmal reinpissen. Oh. So, eins. Zweimal schütteln, nicht dreimal schütteln, weil das ist dann schon Wichsen. Noch Hände spielen, fertig, meine Fresse, bin ich schon wieder durch.
So, hier kannst du natürlich auch wieder hier herglitschen, hier, zack, zack, hier, ihr Wichser. Okay, hier kommst du Gott sei Dank nicht hoch. So, ich will natürlich, was ist das hier? Okay, klappt auch nicht. Tun wir das in die gefährliche Gammelecke hier. Wartet. Ne, das auch nicht. Wo warten jetzt die Mitte? Ich laufe einfach mal schnell nochmal hier lang. Aber anscheinend. Ne, hier ist dann der Spawn gleich wieder. Hier waren wir schon. Ah, ach so, hier kommst du ins Klo rein. Okay, ja, ist immer Herzchen. Mit Love und ein bisschen Japanisch. Also kommen wir leider nicht hier in irgend so ein Ding hoch. Schade, finde ich das. Wäre ich natürlich gerne mal irgendwie hoch, aber letztendlich, das wäre wieder eine richtige krasse Camper-Ecke, weil sie alle sich dann dort irgendwo mit Klimas und wesentlich nicht was verbarrikadieren. Und da habe ich mal gar keinen Bock drauf. Und der Ausblick ist ein bisschen öde, weil es ist mir zu viel Wasser. Okay, da hinten hast du noch leicht Land sozusagen, aber man kann halt auch nichts groß erkennen. Ich muss mal sagen, die Karte so her, von optischen gefällt sie mir schon gut. Von der Aufstellung her, naja, kann ich noch nicht so viel sagen sozusagen, weil ich sie noch nicht online gespielt habe. Ich tue sie ja als sozusagen, habe mir die DLC geladen und tue sie ja blind ablaufen. Also keine Ahnung, was das für Karten sind. Und naja, egal. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, gebt so doch einen Daumen nach oben. Schreibt so was in die Kommentare. Wenn ihr mehr von mir sehen wollt, dann abonniert mich und schaut doch mal bei meinen anderen Projekten vorbei. Und damit sag ich mal, haut's rein und dilü und bis die Tage.